fehlt den Ball. Und dann Hofer vorbei an Dodic. Da ist die Chance auf das Tor. Da ist die Führung für Rapid. Minute 7, 1:0 für den Rekordmeister gegen den Meister. Und die Taktik von Peter Backholt ist aufgegangen. Oder besser gesagt, das Kalkül. Der weite Abschlag von Helge Payer. Und dann achten sie auf Sikaia und Vargas. Die irritieren einander da gegenseitig. Dudic verhält sich gar nicht geschickt gegen Erwin Hofer. Und Timo Ochs hat keine Abwehrmöglichkeit. Und so führt Rapid in Salzburg mit 1:0. Und die Vorbereitung zu diesem Tor kam vom Rapid-Goalie. Bereits das dritte Assist von Helge Payer in dieser Saison. Und das ist das erste Gegentor, das die Salzburger im Jahr 2008 in einem Heimspiel kassiert haben. Ibrahim Sekaya, er hat diesen Bock geschossen. Hat Vargas und Meyerhofer da über den Haufen gelaufen. Und auf Hofer haben sie dann ganz vergessen. Rapid setzt nach über ihm mit Korkmaz. Das Foul von Jorge Vargas, Freistoß für Rapid. Korkmaz hat sich da gegen Steinhöfer und Vargas durchgesetzt. Und dann haben sie ganz deutlich gesehen, Vargas steigt hier Korkmaz auf den rechten Fuß. Gefährlich für Timo Ochs, Meyerhofer setzt nach, 2:0 Rapid. Was ist denn hier los? Er trifft auch ohne Maske Stefan Meyerhofer. Keine 10 Minuten vorbei. Und Rapid führt hier mit 2:0. Vorwurf an Timo Ochs, schwer zu halten für ihn dieser Ball und dann Meyerhofer reagiert schneller als die Salzburger Verteidiger. Mit voller Wucht, mitten aufs Tor mit links und Timo Ochs ist geschlagen. Stefan Meyerhofer, 4 gelbe Karten hat er bereits in dieser Saison, jetzt hat er auch 4 Saisontore erzielt. Hat Rapid Richtung Salzburg-Tor geschossen und 2 Tore erzielt in diesem Schlager. Also die Rapidler haben hier in der Anfangsphase ihren Heidenspaß mit den Salzburgern und das am Ostersonntag mit Korkmaz mit der Chance auf das 3:0 und das ist da. Unglaublich! Sensationell! 3:0 Rapid! Nach 11 Minuten, das kann nicht einmal Peter Backholt glauben. Ümit Korkmaz trifft zum ersten Mal in dieser Saison. Hier, schauen Sie mal, Hofer nimmt den Ball nicht, weil sonst wäre er im Abseits gewesen. Hofmann mit dem geschickten Pass auf die linke Seite. Die Salzburger Defensive aufgerückt, überhaupt nicht formiert. Und deshalb Korkmaz ganz alleine vor Timo Ochs und der ist zum dritten Mal geschlagen. Zu 0 für Rapid und Peter Backholt hat es überhaupt nicht passt. Salzburger Zuschauer jetzt genauso geschockt wie die Spieler auf dem Feld. Das war das 1:0 durch Jimmy Hofer nach dem Fehler von Sekaya. Dann das 2:0 durch Stefan Meyerhofer. Und dann das 3:0 nach diesem Pass von Hofmann
Spiel mit Korkmaz. Nach 11 Minuten lag Rapid hier mit 3:0 vorne. Innerhalb von 4 Minuten hat der Rekordmeister hier 3 Tore erzielt. Korkmaz auf Offer. Carboni kann ihn nicht stoppen. Unglaublich, es steht 4:0 für Rapid. Minute 17, 4:0 für Rapid und zum zweiten Mal heißt der Torschütze Stefan Meyerhofer. Peter Bakul sehnt sich, glaube ich, im falschen Bild. Tolle Vorarbeit von Erwin Hofer, Stefan Meyerhofer zeigt es an. Schauen Sie mal auf das Abwehrverhalten der Salzburger. Vargas schaut nur zu. Carboni attackiert Hofer nicht. Sekeia rückt raus, genauso wie Dudic und Meyerhofer staubt ab. Unglaublich, was Rapid hier zeigt, aber unglaublich, wie sich die Salzburger hier präsentieren. Unglaublich, unglaublich. Haben Sie Peter Bakul gesehen? Bis hier eine indiskutable Vorstellung von Salzburg. Bei Rapid fast jeder Schuss ein Treffer. 4:0, noch nicht einmal 17 Minuten. Die dritte Torvorlage von Steffen Hofmann in diesem Spiel. Jimmy Hofer hat 2 Tore erzielt, ein Tor mustergültig vorbereitet und Stefan Meyerhofer hat ebenfalls 2 Tore erzielt. Aus der Kabine gekommen. Peter Bakul hatte ja wirklich überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu verändern. Immer noch dabei bei den Salzburgern. Jorge Vargas, Bulgin, Erwin Hofer, ziemlich um die Ohren gelaufen ist in den ersten 45 plus 3 Minuten. Hofer vorbei an Vargas. Das gibt's nicht. Was ist hier los? 6:0 Rapid und Peter Bakul versteckt sich jetzt schon. Weil jetzt muss auch er lachen. Ja, Giovanni Trapattoni, warum tauschen Sie auch Jorge Vargas nicht einfach aus? Das, was der hier heute macht, ist Arbeitsverweigerung. Schauen Sie sich das an.
10 Sekunden sind gespielt. Da kommt der weite Pass von Eder. Meier verlängert. Vargas bleibt stehen. Hoffer zieht ab. Und Ochs ist geschlagen. Und damit ist das halbe Dutzend voll. Meierhofer mit der Verlängerung. Hoffer hat Platz, sich den Ball anzunehmen. Geht an Vargas vorbei. Der reagiert wieder nicht. Und es steht 6:0 für die Mannschaft von Peter Baku. Der erste Triple-Pack von Jimmy Hoffer in der T-Mobile-Bundesliga. Und diese Partie ist noch lange nicht zu Ende. Einmal den Paliercheck. Auf Hand. Für die Bestätigung 2 Minuten Nachspielzeit. Noch 2 Minuten. Dann hat Salzburg überstanden, aber vielleicht fällt hier noch das 7. Rapid-Tor. Noch einmal Jimmy Hoffer. Und da ist es. Steffen Hofmann staubt ab zum 7:0 für Rapid. Und das Ganze in Salzburg beim Meister. Entscheidend an einem Tor beteiligt. Jimmy Hoffer, der Mann dieser Partie. Wieder mal spielt er seine Schnelligkeit aus, geht zur Mitte an Leitgeb vorbei, schießt. Ochs kann den Ball nicht festhalten. Und Hofmann staubt ab. Und zu gut 70-80% gehört auch dieser Treffer. Erwin Hoffer. Saisontreffer von Steffen Hofmann zum 7:0 von Rapid. Und Gerhard Wehner, der Schiedsrichter, hat jetzt ein Einsehen. Pfeift die Partie eine halbe Minute zu früh ab. Peter Backholt und sein Betreuer, die jubelt. Und er war heute der entscheidende Faktor. Erwin Hoffer. Timo Ochs hat mir phasenweise heute richtig leid getan. 0:7 von mir Red Bull Salzburg. Den Schlager dieses Osterwochenendes in der T-Mobile-Bundesliga gegen Rapid. Das war heute viel mehr als einfach nur ein Debakel. Das war heute eine sportliche Hinrichtung für die Roten Bullen. Rapid freut sich über diesen Sieg. Rapid freut sich nicht nur über dieses historische Ergebnis, sondern auch über die Tabellenführung. Und damit 5 Runden. Vor Ende dieser Saison Rapid Tabellenführer. Peter Backholt kann heute richtig stolz sein auf sein Team. Wie gesagt, nach einer Viertelstunde war im Prinzip alles vorbei. Nach 11 Minuten hat Rapid mit 3:0 geführt. Innerhalb von 4 Minuten haben die Grün-Weißen hier für die Entscheidung gesorgt. Zwischen der 7. und der 11. Minute haben Hoffer, Meierhofer und Korkmaz am 3:0 gestellt. Peter Backholt konnte es lange nicht glauben, hat immer wieder unglaublich gesagt. Und es war tatsächlich ein unglaubliches, ein sensationelles Spiel heute seiner Mannschaft.